Mein Sohn, am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen. Arthas. Mein Kind, mit Stolz sah ich dich heranwachsen zu einer Waffe, der Rechtschaffenheit. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Weisheit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen. Zeit gekommen ist, sollst du König sein. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play World of Warcraft. Da es mit dem Skyrim LP ja nicht so ganz geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, machen wir jetzt das. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit dem Dennis. Hayabusa. Aber wir machen uns auf jeden Fall Blutelfen, haben wir uns schon vorher entschlossen. Jo. Dennis ist sich noch nicht ganz schlüssig, was er jetzt machen wird, aber wahrscheinlich macht er sich ein Paladin. So die altbewährte Allrounder-Klasse, weil ich irgendwie keinen Bock auf die anderen Sachen habe. Ich mach mir einen Magier, weil ich einfach noch nie einen Magier auf 80 gebracht hatte. Und weil Magier einfach nur geil so richtig fett Schaden raushauen. So, an der Stelle mal eben so Hintergrundinformationen. Und zwar spielen wir auf dem P-Server, auf dem Speed-Server Nordschlacht. Vielleicht kennen ihn einige, ist relativ bekannt. Der ist bei WoW Top-Server auf zweiten Platz. Wir waren selber schon mal auf dem Server vor, keine Ahnung, wann war das? Ja, bestimmt das letzte Mal oder so. Ja, oder so, ja. Also wir haben WoW seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, haben gedacht, wir brauchen ein neues LP, lass WoW zocken. So sieht's aus. Und jedenfalls, da gibt's halt doppelte EP-Rate, doppelte Top-Rate und sowas. Also so ein bisschen, ja, Fun-Server kann man es nicht nennen. Also es dauert noch ein bisschen, bis man 80 ist auf jeden Fall. Und man kriegt auch nicht alle Sachen so schnell. Also es geht noch. Halt nur ein bisschen alles schneller gemacht, aber ist an sich ganz nice. Genau so sieht's nämlich aus. Ich erstelle mir gerade schon meinen Charakter. Wie weit bist du mit deinem Charakter? Ich mir auch. Also ich bin mir mit der Gesichtswahrung noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe meinen fertig. Wir haben uns auch schon eine gute Kombi mit dem Namen ausgedacht. Auf jeden, Alter. So was Idiotisches, ne? Ich bin die Todespommes. Ja, und ich bin dann die dazugehörige Todesmayo. So, und dann starten wir gleich mal rein. Moment.
So, der Charakter ist erstellt und wir betreten jetzt die Welt. Das hat sich ja gereimt. Richtig gut. Auf jeden Fall. So, viel Spaß beim Intro. Also ich überspringe es. Fast 7.000 Jahre lang. Führten die Hochelfen ein glänzendes, magisches Königreich. Tief versteckt in den Wäldern im Norden von Lordaeron. Doch vor 5 Jahren fiel die Geißel der Untoten in Kel'Thalas ein und hob die Elfen an den Rand der Ausrottung. Geführt vom bösen Todesritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und raubte den Elfen damit die Quelle ihrer Magie. Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen einen großen Teil ihres Heimes zurück. Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Blutelfen und streben danach, die überwältigende Macht, über die sie einst verfügten, zurückzugewinnen. Angetrieben von der Herrschaft ihres geliebten Prinzen, Kel'Thas Sonnenwanderer, begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen arkaner Magie und Wegen, ihr Land vor den untoten Schrecken der Geißel zu schützen. Als einer der wenigen überlebenden Blutelfen müsst ihr lernen... Okay, sorry für das Intro, es hat ein bisschen rumgeleckt. Du Penner, du solltest stehen bleiben, das wollte ich gerade noch sagen. Wir standen perfekt ineinander drin, Alter. Du jetzt auch. Und warum hast du nichts an? Ich hab was an, du hast nichts an. Bei mir hast du nichts an, aber geil. Bei mir hast du nichts an. Ich zieh mal eben alle Sachen aus. So, auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall schon mal ein paar... Wieso kann ich meine Sachen aus? Addons an. Zum Beispiel hier oben, Sexy Map. Dann habe ich noch Bagnon, was halt so alle Taschen so zu einer verbündet. Was komplett unnötig eigentlich ist. Ist richtig geil auf jeden Fall, finde ich zumindest. Und ja, ich habe X-Pearl drinne. Was eins der geilsten... Habe ich jetzt Sachen an? Nein, hast du immer nicht. Ist eins der geilsten Addons, wie ich finde. Da ist das Optische nochmal so ein bisschen verbessert. Leider muss ich jetzt hier mal kurz ein paar wenige Einstellungen machen. Ja, ich relock in der Zeit, weil ich habe meine Einstellungen schon gemacht mit den Aktionsleisten und so. Obwohl, ich kann die Grafikeinstellungen noch mal checken. Ja, ich mach mal jetzt mal schnell hier. Auflesung passt. Effekte. So. Dann gehen wir kurz ins Interface, machen die Aktionsleisten alle dran. Also ich habe mir erstmal die Grafikeinstellung hochgeschraubt. So, dann würde ich mal sagen... Moment, lass mich mal eben einen Relock machen. Okay, weil ich aber... Ich will dich nicht die ganze Zeit nackt vor mir rumlaufen sehen. Ja, 19 Sekunden, ne? Ja, ich habe meine Skills ja schon mal ein bisschen sortiert. Ich mache hier unten in der ersten Leiste immer meine Angriffe. In der zweiten vielleicht auch, kommt auch eine, die ich kriege, weil ich kenne mich mit Magier nicht so aus. Und es ist auch ewig, als ich WoW gespielt habe. Ja, wie gesagt. Aber hier oben mache ich immer meine Buffs hin. Und hier halt so andere Sachen halt, ne? Solche Sachen, die man halt nie braucht. So, Moment, ich muss auch eben X-Pearl-Einstellungen machen, weil mein Charakterfenster oben links ist ein bisschen zu klein. Ja, ich denke, meins ist angemessen. Du hast immer noch nichts an. Bei mir hast du auch nichts an. Scheißegal. Stop. Moment. Wir starten jetzt durch. Ich glaube, die wollen ihre Spiele einfach schwul machen. Ja, auf jeden Fall. Was, wenn wir jetzt einen weiblichen Charakter gehabt hätten? Hatten wir leider nicht. So, ich bei dir jetzt was an? Ich habe gerade kurz ausgezogen und angezogen. Habe ich heute auch schon gemacht. Nein, hast du nicht. Du hast diesen geilen Boxershorts an mit dem roten Rand. Ja, du auch. So, dann starten wir mit der ersten Quest hier. Ehre den Zendorei. Rückeroberung der Insel der Sonnenwanderer. So, wer die Story komplett mitverfolgen will, kann sich hier kurz durchlesen, kann auf Pause drücken. Ich werde es nicht vorlesen. Das ist hier bei uns eigentlich falsch, ja, weil wir sind eher so die Typen, die durchrushen. Das einzige MMO, bei dem ich mir wirklich die Story durchlesen werde, ist Guild Wars 2. So. Aber wir nehmen uns auch gleich nach Ausbildung zum Magier. Ja, dann lass mal hier rein. Schön. Du auch mit, ne? Durchlesen, wer will, einfach auf Pause drücken. So, dann gehen wir schon mal zu unserem Magierlehrer. Bunny hoppen! Wuhu! Das ist sowieso das, was die meisten bei WoW machen. Die ganz einfach rumpupsen, ja. Alter. Ist so.
So, können wir denn schon was lernen? Ja, wir haben kein Geld dazu. Ach lol, irgendwie so, logisch, oder? Warte mal, ich will meine... Warte. Da ist geht's sortieren. Siegel der Rechtschaffenheit, ja. So, dann komm mal hier eben, so. Komm mal hoch, weil... Warte mal. Ich könnte ja schon mal was machen hier. Einladen. Ach so, ja, auf jeden. So, dann füge ich mich auch gleich schon mal bei hinzu, bei der Freundesliste. So, hier oben war meiner Meinung nach auch noch eine Quest. Die war aber später erst, oder? Die wird doch angezeigt auf dem Minimap in Dulli. Ach so, okay, das ist ein graues Fragezeichen. Oh, lol. Egal. Ich will die ganze Zeit, wie bei Minecraft, doppelt auf W drücken zum Sprinten. So, 8 Mana-Würme töten. Ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja, das will ich auch sagen. So, du fängst an. Ich baller von hinten drauf. Batz. Bau. Bam. So, könnte man sich irgendwo einstellen mit der Gruppe? Was man immer so nach, also gegenseitig looten kann. Es nicht immer nur einer looten kann, sondern immer abwechselnd. Ich weiß es nicht. Ging das da bin ich so durchgestiegen, Alter. Irgendwo. Plündern als Gruppe. Reihum, würde ich sagen, machen wir mal. Ja, warte mal eben. Klatsche schon mal den nächsten um. So, das ist meiner. Den kann ich mal looten, damit ich auch mal ein bisschen Geld kriege, um mein Spell zu kaufen. Soll ich nehmen mal den einen, nimmst du mal den anderen? Oh, lol. So, der hier ist für dich, den kannst du looten. Machst du ja gar keinen Schaden, ey. Hier, so macht man das. Ja, weil ich doch keinen Skill hab, du Pen. Also noch kein Skill zu zaubern, ne? Wäre doof, wenn ich noch keinen Skill hätte, weil es das Einzige ist, was ich machen kann eigentlich. Ja. So, 3 Stück noch. 2. So, einfach immer schön durchrushen, haben gleich schon Level Up. Auf jeden. Bam bam, bam bam, Level 2. Yeah, gleichzeitig sogar nice. Ja, ach was, sollen wir auch die gleiche Erfahrung kriegen? Ja, wirklich. Ja, ist so. Ohne Scheiß. Ja, so. Dann können wir hier schon mal die nächste Quest annehmen. Sachen verkaufen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, nehmen erstmal die ganze Quest an. Hier können wir auch gleich verkaufen. Warte mal, hier war doch irgendeine Quest buggy. Oder haben sie Nein, das schon die fixt? Ist schon seit Ewigkeit nicht mehr buggy. Unstillbarer Durst. So, wer will, durchlesen. Annehmen. Auf jeden Fall gut, dass wir hier eine Schwerrüstung, eine